Guten Tag, mein Name ist Michael Bach. Ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Ich bin Schmerztherapeut und Psychotherapeut und beschäftige mich seit ungefähr 25 Jahren mit chronischen Schmerzpatientinnen und Patienten. Aktuell leite ich eine Reha-Klinik in Oberösterreich, das Therapiezentrum Justuspark. In der Auseinandersetzung mit dem Schmerz habe ich als Psychiater und Psychotherapeut in den letzten Jahrzehnten sehr viel dazugelernt von meinen Patientinnen und Patienten, und das möchte ich Ihnen gerne heute weitergeben im Rahmen dieses Kurses, der in 5 Einheiten gegliedert ist. Wir werden uns darin mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle spielen psychische oder soziale Faktoren bei der Entstehung von Schmerzen, vor allem bei der Aufrechterhaltung. Wie hängt Schmerz zum Beispiel auch mit Angst, mit Depressivität, mit anderen negativen Gefühlsprozessen zusammen? Was kann ich selber tun, um meinen Schmerz zu beeinflussen? Wie kann ich wieder selbstwirksam werden? Wie kann ich Entspannungstechniken lernen, Körperwahrnehmungsübungen, Fantasiereisen und viele andere Übungen? Das, was ich Ihnen mit diesem Kurs vermitteln möchte, ist: Lassen Sie sich nicht entmutigen. Letztlich geht es darum, dass Sie lernen, Ihrem Schmerz auf Augenhöhe zu begegnen, dass nicht der Schmerz Sie kontrolliert, sondern dass Sie lernen, Ihre Schmerzen wieder zu kontrollieren und zu bewältigen.